Lesters Plan. Ich hatte mich nicht zu Saturas teleportiert. Anders als an den beiden Vortagen wollte ich diesmal nicht mit dem erbeuteten Fokus zurückkehren, um am nächsten Tag weiterzumachen. Umso schneller ich diesen letzten Fokus fand, umso schneller würde die Barriere hoffentlich fallen. Dies würde nicht nur meine Freiheit und die meiner Freunde bedeuten, es würde auch die Überfälle zwischen altem und neuem Lager beenden. Und nicht zuletzt wäre es dann egal, was in der Arena passiert war. Alles wäre egal, weil alle nur noch an Flucht denken würden. Und ich könnte zurück zu Veaya. Doch was würde dann geschehen? Wo würden sie hingehen, wenn die Barriere fiel? Mir war es gleich, solange ich mitkommen konnte. Doch konnte ich das? Würde sie mit mir gehen? Ich malte mir aus, wie wir gemeinsam das Tal verließen, wie wir den Rest unseres Lebens miteinander verbrachten. Würde sie das auch wollen? Empfand sie dasselbe für mich wie ich für sie? Ich würde es sehen. Zunächst musste ich den letzten Fokus holen und dann gab es immer noch die Frage, ob der Plan der Wassermagier funktionieren würde. Dann könnte ich mir noch immer Gedanken machen. So hatte ich mich also in den Sumpf teleportiert. Dieser war dem letzten Fokus am nächsten. Ich unterhielt mich kurz mit Koranga. Er hatte es geschafft, das Lager wieder etwas zu festigen, doch der Schein trug und das Lager stand noch immer am Rande des Zusammenbruchs. Täglich verließen einige den Sumpf, um sich den anderen Lagern anzuschließen. Aus diesem Grunde konnte mir Koranga auch keine Templer zur Seite stellen. Ihre Zahl war nach Kaloms Auszug ohnehin viel zu gering. Koanga fürchtet auch einen Angriff des alten Lagers, wenn er sich offen auf die Seite des neuen Lagers stellen würde, und einem solchen hatten sie momentan nichts entgegenzusetzen. Dennoch wünschte er mir viel Glück. Nachdem ich mich von Koanga verabschiedet hatte, machte ich mich auf die Suche nach Lester. Ich hatte ihn schon bald gefunden. Nach einer kurzen, freudigen Begrüßung klärte ich ihn über mein Vorhaben auf. Und wenn die Wassermagier alle Foki haben, können sie die Barriere sprengen. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Wenn ich ehrlich bin, geht mir das auch so, aber es scheint der einzige Weg zu sein. Nun, zumindest trifft sich das ganz gut. Der Fokus, den du suchst, befindet sich laut deiner Karte in der alten Bergfestung und ich überlege sowieso schon seit einigen Tagen, ob es sich lohnt, ihr einen Besuch abzustatten. Dann wirst du mich also begleiten? Klar, grinste Lester. So machten wir uns auf den Weg. Wir verließen das Lager und gingen flussaufwärts, immer weiter nach Westen. Weißt du, was das für eine Festung ist, fragte ich. Allerdings, Lester stieß eine Rauchwolke aus. Die ist ziemlich alt. Sie wurde noch von den ersten Siedlern erbaut, die vom Festland kamen. Er steckte sich den Sumpfkrautstängel, den er in der Hand hielt, wieder in den Mund. Damals hieß Kurinis noch Karinis. Na jedenfalls. Aber erstmal stieß Lester eine Rauchwolke aus. War Kurinis früher in verschiedene kleine Grafschaften unterteilt? Ich glaube, es waren drei, aber nagel mich nicht drauf fest. Eine der drei Grafschaften war halt das Minental. Damals gab es hier auch noch Dörfer. Heute sieht man kaum noch was davon. Bauerndörfer halt, alles aus Holz. Der Novize paffte an seinem Stängel und regiert wurde diese Grafschaft von der Bergfestung aus. Später hat dann eine der Grafschaften, war glaube ich die, zu der auch die Stadt gehörte, die anderen beiden erobert. Von da an war die alte Grafschaft, also das Minental, keine eigene Grafschaft mehr, sondern nur noch ein Stück Lehen. Und in der Bergfestung lebte dann der Vassal. Als Myrtana die Insel schließlich eroberte, hat sich da nicht viel geändert, nur dass der Lehnsherr nicht mehr Graf von Kurinis, sondern der König selbst war. Als Myrtana dann infolge des ersten Orkkriegs zerbrach und der damalige König, frag mich nicht wie der Knilch hieß, getötet wurde, nutzte der Statthalter von Kurinis die Gunst der Stunde, riss sich das Minental wieder unter den Nagel und entmachtete Bergmar vom Tal den letzten Vassallen. Lester schnippte seinen Sumpfkrautstängel ins Gras. Die Festung besetzt er allerdings nicht mehr. Überhaupt hat er, glaube ich, nur Truppen in den Bergfestungen am Rand des Orkgebiets stationiert. In jüngsten Tagen hat Robert I. das Reich ja wieder vereint. Als er die Kurinis-Inseln dem wiedervereinigten Myrtana aufs Neue einverleibte, fiel das Minental wieder direkt an die Krone. Robert hatte sich aber nicht für die verlassene Bergfestung interessiert und auch nicht für die alten, stark renovierungsbedürftigen Befestigungen am Orkgebiet. Stattdessen wollte er das Erz in ganz großem Stil abbauen. Jeder Paladin, am besten jeder Soldat, sollte eine Erzwaffe tragen. Er hat dann die Burg des alten Lagers bauen lassen, die zum einen viel näher an der Mine war, zum anderen auch die in der Nähe der Mine gelegenen Ausgänge aus dem Orkgebiet sicherte. Um die Festung hat sich dann kein Schwein mehr gekümmert und das Minental verkam zum Erzabbaugebiet. Die Dörfer haben sich nämlich auch um diese Zeit aufgelöst.
Das lag vor allem daran, dass Robert das Tal nur zum Erzabbau wollte. Du kennst dich ja ganz schön aus. Der Novize grinste. Weiß ich alles von Milton. Ich habe mich sehr für die Geschichte der Bergfestung interessiert. Wie ich im Lager sagte, habe ich ohnehin überlegt, ob ich sie mir mal genauer ansehen sollte. Warum? Suchst du was Bestimmtes? Allerdings, die Vasallen, die das Land von der Krone bekamen, hatten selbstverständlich auch eine Besitzurkunde für die Festung, das Land und natürlich die Minen. Die nützt dir wenig. Oder glaubst du, dass Gomez einfach alles an dich abtritt? Ehrlich gesagt bin ich nicht mal sicher, ob er lesen kann. Lester lachte. Nein, hier in der Barriere nützt sie mir wirklich nichts. Aber wer weiß, vielleicht klappt der Plan der Wassermagier ja, oder die Barriere fällt eines fernen Tages auf andere Weise. Dann könnte die Urkunde einiges wert sein, und es kann ja nicht schaden, vorzusorgen. Die Urkunde stammt aber noch von einer anderen Dynastie. Seit der letzte Fürst hier mit dieser Urkunde geherrscht hat, ist Myrtana einmal zerbrochen und wiedervereint worden. Na und? Wenn eine Urkunde besagt, dass dem König irgendein Stück Land gehört und sei es noch so klein, dann gilt sie auch. Und wenn sie 1000 Jahre alt ist. Klar ist es nicht sicher, dass sie gilt, aber ich habe gute Chancen. Warum? Nun, von den letzten, die hier reinkamen, weiß ich, dass der Krieg schlecht steht. Es heißt, die Assassinen hätten sich aufgelehnt und Varant wieder von den myrtanischen Besatzungstruppen befreit. Sie sollen sich mit den Orks verbündet haben, und nicht nur sie. Die Orks sollen menschliche Söldner anheuern, eine Chance, die von vielen genutzt wird, die sonst in der Barriere landen würden. Die Nordmänner sollen auch nicht gerade geschlossen hinter Myrtana stehen, und wer kann's ihnen verdenken? Es heißt zwar, sie würden auch gegen die Orks kämpfen, aber auf eigene Faust. Sie sehen Orks und Myrtana als ihre Feinde. Auf den südlichen Inseln sieht es auch nicht gut aus. Du kennst ja die Südländer, immer neutral. Wobei das in diesem Fall aus myrtanischer Sicht ja schon positiv ist. Schließlich hätten sie sich wie die Varantiner mit den Orks verbünden können. Nachdem Robert die Insel eingenommen hat, hätten sie Grund genug. Aber die Besatzungstruppen auf den Inseln wurden fast alle abgezogen oder von den Orks niedergemacht. Es gibt sogar Gerüchte, dass Lord Dominic gefallen sein soll. In Myrtana selbst soll Volklung nach langer Belagerung am Ende sein. Der Westen wurde bereits von den Orks überrannt und angeblich haben sie selbst Monterra genommen und stehen bereits bei Gotha. Und es dürfte klar sein, wenn Gotha die Hochburg der Paladine fällt, ist es so gut wie vorbei. Dann sind Faring und Vengard die letzten Bastionen. Fürs östliche Archipel soll es übrigens auch nicht gut aussehen. Die Orks haben die myrtanische Flotte vernichtend geschlagen. Gerüchten zufolge sollen sie sogar schon vor Laran stehen, aber das würde ich nicht unbedingt glauben. Dennoch, der Krieg steht zweifellos schlecht und wenn die Barriere fällt, wird niemand mehr da sein, der Erz abbaut. Robert wird jeden Mann brauchen. Er kann weder neue Wachen noch Arbeiter abstellen. Da wird es ihm vielleicht ganz recht sein, wenn ein Vasall das übernimmt. Ich hoffe nur, dass es nicht ganz so schlecht steht, wie du sagst. Ich fürchte, es ist so. Die Neuen kommen aus allen Gebieten Myrtanas, die noch nicht in Händen der Orks sind, und alle erzählen mehr oder weniger dasselbe. Ich nickte grimmig. Ja, kurz vor meiner Festnahme hörte ich auch, dass sich die myrtanische und die orkische Flotte sammeln würden und es wahrscheinlich eine Schlacht ums Archipel gäbe. Die Orks waren zwar angeblich chancenlos, aber das war wohl eh nur Propaganda. Wir gingen eine Weile schweigend weiter, dann ergriff ich wieder das Wort. Auf jeden Fall bist du gut informiert und hast auch ordentlich vorausgeplant. Alle Achtung, Lester grinste. Ich habe mich, schon seit ich das erste Mal davon gehört habe, dafür interessiert und wollte mir die Urkunde eigentlich immer schon unter den Nagel reißen. Umso mehr es da draußen und jetzt auch bei uns im Sumpf den Bach runtergeht, umso mehr wollte ich mir diese Urkunde beschaffen. Du bist mir einer, lachte ich. Dein Lager bricht auseinander. Die beiden anderen stehen kurz vorm Krieg und du willst dir diese Urkunde schnappen, um das große Geld zu machen. Naja, Lester zuckte grinsend mit den Schultern. Man muss halt vorsorgen. Aber warum hast du dir die Urkunde nicht einfach geholt? Oh, man erzählt sich da so Geschichten über die Festung. Was für Geschichten? Keiner der Abenteurer, die sie betreten haben, kehrte je zurück und manchmal hört man Schreie. Ich schluckte. Unser Weg führte vorbei an der Brücke zum Orkfriedhof und weiter am Fluss entlang, dessen Ufer immer steiler und felsiger und der selbst immer reißender wurde. Wann immer ich diesen Weg gegangen war, war ich vor den Bergen am Rande des Orkgebiets nach Norden abgebogen, in Richtung altes Lager, doch diesmal setzten wir unseren Weg entlang des Flusses fort. Es ging einen steilen Hang hinauf, der auf die Berge zuführte. Längst war aus dem Flussbett eine steile, schmale Schlucht geworden.
Am oberen Ende des Hangs führte ein kleiner Pfad auf eine felsige, zwischen den Bergen eingebettete Ebene. Wir wandten uns nun nach links und gingen nach Süden auf den Fluss zu, von dem wir uns kurzzeitig entfernt hatten. Mächtige Felsen schlossen die Ebene im Süden ein und trennten sie vom Fluss ab. Es gab lediglich eine schmale Lücke im Felsen, durch die man hinab auf den Fluss sehen konnte. Dieser war an dieser Stelle ein reißender Strom, der gut 7 Meter unter uns zwischen den steilen Felswänden dahinfloss. Eine steinerne Brücke führte auf die andere Seite, wo schon die Berge aufragten, die die Südgrenze der Kolonie bildeten. An der Felswand erhob sich eine stolze und bedrohliche Festung und ragte majestätisch über den Fluss empor. Sie hatte nur einen einzigen Turm. Er war nicht sehr hoch, dafür aber umso breiter. Am anderen Ende der Brücke begann ein steiler, gewundener Pfad, der sich eng an die Felswand schmiegte und gut 20 Meter nach oben führte, wo der Eingang der Festung lag. Die Festung schien uneinnehmbar, es war ein beeindruckender Anblick. Bergmars alte Feste. Als wir die Brücke überquerten, hörten wir einen Schrei, wie von einem schrecklichen Raubvogel. Wir zuckten zusammen und blickten uns dann wachsam um, doch es war nichts zu sehen. So stiegen wir den Pfad zur Festung hinauf. Er endete an einem gepflasterten Platz vor dem großen Eingangstor. Das Pflaster war verwittert und wirkte um vieles älter als die Festung selbst. Auf der linken Seite des Platzes ragte ein kleines steinernes Gebäude auf. Auch dieses wirkte um einiges älter als das Bollwerk, was noch einmal von den Symbolen und Reliefs an den Wänden unterstrichen wurde. Der Eingang war durch ein Gitter verschlossen. Dieses und die Zinnen auf dem Dach des Gebäudes schienen im Nachhinein dazugebaut worden zu sein. Wir liefen über den Platz auf das Eingangstor zu, als wieder ein Schrei ertönte, doch abermals war nichts zu sehen. So betraten wir die Festung. Das alte Holztor war längst aus den Angeln gefallen, so dass wir ungehindert die große leere Eingangshalle betreten konnten. Zu unserer Rechten lag die Tür zum einzigen Turm der Festung. Linke Hand führte eine Tür auf einen schmalen Gang. Vielleicht sollten wir uns erst hier unten umsehen, schlug ich vor. Lester nickte stumm. Er hatte sich etwas beklommen in der Halle umgeblickt. Uns beiden war nicht ganz wohl zumute. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass wir hier nicht allein waren. Dennoch betraten wir den Gang und begannen, das untere Stockwerk nach der Urkunde und dem Fokus abzusuchen. Umso weiter wir gingen, umso weniger gefiel mir die Festung. Man merkte, dass sie noch aus alten Tagen stammte. Diese Festung hatte nichts von den strahlenden Burgen und Schlössern der heutigen Fürsten. Sie stammte aus einer Zeit, als man Festungen noch nicht baute, um ihren Bewohnern einen angenehmen Ort zum Leben zu geben, sondern nur aus einem Grund, zur Verteidigung. Und nichts anderes war diese Festung, ein mächtiges, uneinnehmbares Bollwerk. Im Gegensatz zur Burg der Erzbarone konnte kein Feind diese Feste einnehmen, doch leben wollte ich hier nicht. Die Gänge und Räume waren leer und ungemütlich. Es gab keine Fenster, sondern lediglich Schießscharten, wodurch es ständig duster war. Alles wirkte kalt und abweisend. Durch die Schlucht, insbesondere in dieser Höhe, pfiff stetig ein kalter Wind, der in die Festung drang und heulend durch die Gänge fuhr. Die Winter hier mussten unerträglich sein. Hinzu kam das laute Rauschen des reißenden Flusses. Nein, dies war kein Ort zum Leben. Eine mächtige Bastion gegen alle erdenklichen Feinde, ja. Aber ein Ort zum Leben, nein. Mir fiel auf, dass der Boden und der untere Teil der Wände aus weit älterem Stein bestanden als der Rest der Festung. Ein weiteres Zeugnis der untergegangenen Kultur, auf deren Bauten die Festung errichtet worden war. Am Ende des Ganges lag ein kleiner, quadratischer Raum. Ein alter morscher Tisch, dessen eines Bein irgendwann im Laufe der Jahre gebrochen war, eine abgebrannte Fackel in einer Halterung an der Wand und ein kleines Regal mit einigen verstaubten Büchern darin waren alles, was es hier zu finden gab. Vielleicht ist die Urkunde irgendwo zwischen den Büchern, überlegte Lester. Ich seufzte und begann das Regal zu durchsuchen. Lester half mir. Wir zogen ein Buch nach dem anderen heraus, blätterten es durch und warfen es dann achtlos zu Boden. Plötzlich erklang ein knirschendes Geräusch. Ich wirbelte herum und sah, wie sich ein Teil der Wand zur Seite schob und den Blick auf einen zweiten, kleineren Raum freigab. Wie hast du das gemacht? Fragte ich überrascht. Keine Ahnung. Ich habe dieses Buch rausgezogen und bin dabei an diesen Stein gekommen. Der Novize deutete auf einen, etwas aus der Wand hervorragenden Stein. Er gehörte noch zu dem vom alten Volk errichteten Teil. Das hast du jedenfalls gut gemacht. 10 Erz, dass die Urkunde in dem Geheimraum liegt. Nö, ich will doch nicht 10 Erz verlieren. Der Raum war leer.
bis auf eine kleine Truhe. Ich kniete mich davor und hob den Deckel hoch. Sie war nicht verschlossen. Im Inneren der Truhe lag eine alte Pergamentrolle. Ich entrollte sie und begann zu lesen. Im Namen Innos und seinen erwählten König Elverts dem Ersten von Myrtana, Träger des Zepters von Varant, Erzherzog des östlichen Archipels und hoher Lord der Kurinis-Inseln. Dem Inhaber dieser Urkunde obliegt nach dem Willen des Königs und im Einklang mit der Heiligen Kirche Innos die Herrschaft über das Land der Krone, welches im Süden der Insel Kurinis gelegen ist. Zu seinem Herrschaftsgebiet gehört das gesamte Tal mit all seinen Ländereien und Waldungen, sowie den darin befindlichen Dörfern, Gehöften, Befestigungen, Minen und der Bergfestung, welche im Süden des Tals gelegen ist. Sein Land endet an der großen Steinbrücke am Pass nach Kurinis. Er darf sich als Vasall des Königs betrachten und den Titel Graf vom Tal tragen. Der Inhaber dieser Urkunde hat folgende Verpflichtungen gegenüber seinem Lehnsherrn, dem König. Er ist dazu verpflichtet, den Glauben an unseren allmächtigen Herrn Innos anzunehmen und sich in seinem Namen taufen zu lassen. Ferner hat er ihm mindestens einen Schrein in jeder der in seinem Gebiet gelegenen Siedlungen zu errichten. Auch hat er den erwählten Innos, den Feuermagiern und Streitern Innos, den Paladin, freies Geleit durch all seine Ländereien zu gewähren und darf ihnen nicht zuwiderhandeln. Wenn er Recht spricht über seine Untertanen, so muss er dies im Einklang mit dem Willen Innos und seinen Geboten tun. Fürderhin hat er die heilige Pflicht, den schändlichen Glauben an Belja zu ächten und alle mit dem Tod zu bestrafen, die es wagen, ihn anzurufen. Wie er mit den Dienern Adanos in seinem Herrschaftsgebiet verfährt, liegt in seinem Ermessen. Jedoch muss er sich an das im ganzen Reiche gültige Gesetz halten, wonach die Kirche Adanos kein Land besitzen, keine Streitkräfte unterhalten und keine Magie gebrauchen darf. Es ist ihm nicht gestattet, am Rat der Inseln teilzunehmen. Er ist ihm jedoch nicht unterworfen, hat jedoch nicht zuwider seiner Entscheidungen zu handeln, sofern sich diese nicht auf sein Land auswirken und seinem dort herrschenden Gesetz widersprechen, und sofern sie nicht wieder der Heiligen Kirche Innos oder der Krone gerichtet sind. Ferner ist er als Vasall verpflichtet, jährlich den Kornzehnten sowie 10 Kühe, 20 Schweine und einen Betrag von 5 Pfund Gold an die Krone abzutreten. Des Weiteren ist er verpflichtet, seinen Lehnsherrn, den König, in Kriegszeiten zu unterstützen. Er hat ihm im Falle eines Krieges 20 Reiter sowie 100 Fußsoldaten zur Seite zu stellen. Um Marschverpflegung sowie Bewaffnung dieser Truppen hat er selbst zu sorgen. Ferner hat er für die Dauer eines Krieges monatlich 50 Kisten des in seiner Minen geschürften magischen Erzes an seinen Lehnsherrn, den König, abzutreten. Im Namen Innos und des Königs. Darunter prangte ein in rotes Wachs gedrücktes Siegel. Es zeigte einen Adler mit einer Krone auf dem Kopf, einem Zepter in der rechten und einem Reichsapfel in der linken Kralle, das Wappen einer längst vergangenen Dynastie. Sieht so aus, als hätten wir die Urkunde gefunden, sagte ich und überreichte meinem Freund das Dokument. Danke, sagte dieser hoch erfreut. Ich erhob mich. Fehlt nur noch der Fokus. Da wir hier unten bereits alles abgesucht hatten, ohne dabei auf den Fokus zu stoßen, stiegen wir nun ins erste Stockwerk hinauf. Eine alte morsche Leiter im Inneren des großen Turms war der einzige Weg nach oben. Hier sah es nicht viel anders aus als unten. Wieder standen wir vor einem langen Gang. Doch die erste Tür auf der linken Seite des Gangs führte uns nach draußen auf einen Balkon, direkt über dem Eingang der Festung. Von hier hatte man einen überwältigenden Ausblick auf den Fluss. Der Regen hatte inzwischen aufgehört. Sieh mal dort! Lester deutete auf das kleine Gebäude mit dem vergitterten Eingang, an dem wir beim Betreten der Festung vorbeigekommen waren. Auf dem Dach des Gebäudes sah man eine Plattform und daneben den zugehörigen Sockel mit dem Fokus darauf. Na toll! Und wie kommen wir daran? Lester grinste. Meister Eberion sagte immer, der Schüler bewegt die Dinge mit Händen und Füßen, der Meister bewegt die Dinge mit der Kraft seiner Gedanken. Aha! Wirklich sehr aufschlussreich. Mein Freund zog eine Spruchrolle aus seiner Robe hervor und stellte sich an die Brüstung. Ein feiner blauer Lichtstrahl schoss aus der Spruchrolle und traf den Fokus. Dieser flog in die Höhe und wurde von dem Lichtstrahl langsam zu uns hinaufgezogen. Plötzlich schoss ein großer geflügelter Schatten herab, stürzte sich kreischend auf Lester und schoss dann wieder hinauf. Der Novize stieß einen Schmerzensschrei aus und fiel mit blutigem Gesicht zu Boden. Der Zauber brach ab und der Fokus landete klappernd auf dem Balkon. Wieder kam der Schatten angeflogen, die tiefstehende Sonne im Rücken, die großen Klauen weit ausgefahren. Ich zog mein Schwert, stellte mich schützend über Lester und rammte der Kreatur meine Waffe in die Brust. Einen kurzen Moment blickte ich in das von langem grauem Haar eingerahmte Gesicht einer Frau,
Dann sank die Kreatur zu Boden. Ein Schrei ertönte und zwei weitere Kreaturen schossen auf uns herab. Sie hatten gedrungene Frauenkörper, die gänzlich mit stahlgrauen, glatten Federn bedeckt waren. Arme und Beine endeten in schrecklichen Klauen, die denen eines Greifvogels glichen. Und aus den Schultern wuchsen lange Schwingen hervor. Die beiden Geschöpfe stießen fürchterliche Schreie aus. Nase und Kinn gingen in einen langen, gefährlichen Schnabel über. Die erste der beiden stürzte sich auf meinen Kopf. Kreischend schlug sie mit ihren Klauen um sich. Ich zog mir mehrere blutige Schnitte zu, bevor ich sie mit einem geschickten Schwertstreich tötete. Dann wich ich ihrer Gefährtin aus und ließ diese wieder gen Himmel schießen. Und plötzlich war die Luft erfüllt von Flügelschlägen und Schreien. »Rein!« brüllte ich, während ich mein Schwert schützend vor mein Gesicht hob. Lester ließ sich dies nicht zweimal sagen. Er sprang auf die Beine und rannte durch die Tür ins Innere der Festung. Ich folgte ihm, rückwärts gehend, und tötete dabei zwei meiner Gegner, die sich auf mich herabstürzten.